Hallo und willkommen. Wir machen eine Runde mit unserem Schamanendeck. Ich muss es noch wechseln. Hier die Übersicht, genau. Das hier ist es jetzt. Ihr seht es an der linken Seite. Wir haben nichts direkt daran geändert. Also es ist immer noch ein ziemliches Nerfdeck. Das heißt, wir probieren möglichst gut in die hohen Runden zu kommen und da dann halt eben große Tierchen auszuspielen. Gerade unser Feuerelementar ist natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, zum einen halt eben 3 Schaden auszuteilen, zum zweiten halt eben macht er selber halt eben auch viel Schaden. So, wir bekommen einen Priester. Ist natürlich blöd, weil er gerade in großen Runden natürlich unsere Tierchen übernehmen kann. Deswegen schauen wir, dass wir... Ja, den Windzorn würde ich eigentlich fast gern drin lassen. Der Erzschock bringt uns, wenn er seine Anfangsspielchen hier mit ich heil mich um Karten zum Ziehen macht. Deswegen lasse ich es einfach mal drin. Es ist nicht ganz optimal, aber na gut, wir schauen mal. Ist jemand verletzt? Das meine ich genau. Sie kommt rein. Und bringt uns eigentlich nichts direkt. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich... Ja, das wird ja einfach ein bisschen... Wir haben sie gesilenced. Sie macht uns keinen Auge mehr. Außer einen Schaden, aber... Ja gut. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Ja, Messerjongleur ist da schon ekliger. Deswegen nehmen wir das Ganze halt eben entsprechend rein. Wir spielen eine Waffe aus. Elemente zeigen. Hauen den Messer schon wieder weg. Und haben leider schon 4 Schaden verloren. Aber ja, manchmal muss es halt eben sein. In der nächsten Runde können wir dafür sie auch nochmal rausnehmen. Aber er scheint auch keine guten Karten zu haben. Das ist schon mal schön. Ah, wir bekommen unseren Froschi. Das heißt, wir spielen ihn aus. Wir nehmen seine Karte weg. Und damit wir ihn in der nächsten Runde auch noch ein bisschen eklig machen können, spielen wir ihn noch entsprechend aus. Wenn er jetzt kein Schattenwort Schmerz hat, dann werden auf ihn 6 Schaden reinhauen. Aber ihm scheinen die Kartenantworten zu fehlen ein bisschen. Das ist natürlich für uns schön. So können wir hier einen Totem spielen. Hauen ihm zum einen hier die kompletten 6 Schaden rein. Hier kommen auch nochmal 3, sind 9. Und er steht schön auf 21. Und jetzt sollte er was gegen uns machen. Das heißt, entweder es ist Runde 5, das heißt, er kann eine heilige Nova spielen, dann wären wir weg. Dann wären unsere Karten weg. Ja. Aber er spielt einen Tank. Das ist natürlich für uns schön. Leider haben wir nicht mehr... Ja, hätten wir jetzt den Coin noch da gehabt, hätten wir ihm das schön reinspielen können. So müssen wir jetzt leider einen von unseren Opfern. Oder wir machen ein Froschspielchen. Ich frage mich. Und darauf habe ich, glaube ich, eher Lust. Wir spielen einen Totem. Schön, sehr schön. Wir froschen ihn. Nehmen ihn rein. Und es fliegen weitere 9 Schaden direkt auf ihn. So, 12 Schaden noch für ihn. Und wenn er jetzt keine Antwort hat, ist er in der nächsten Runde tot. Also jetzt muss er eine heilige Nova spielen. Sonst wird es richtig eklig für ihn. Weil wir haben 9. Hier haben wir nochmal 2 Schaden. Sind 11. 12. Und er kann auch nochmal zur Not 3 Schaden machen, falls wir ihn irgendwie killen müssten. Ja. Okay. Er nimmt uns unsere beiden Figürchen weg.
Damit können wir gerade noch so leben. Kann ich Bedarf würfeln? Und spielt einen Beutehamster. Um eine Karte zu ziehen. Gut. Nutzen wir schön aus. Wir können auch einen Beutehamster spielen, zusammen mit einem Antigolem. Ihn nehmen wir raus mit ihm hier. Und ihn heben wir noch entsprechend auf, würde ich sagen. Was tun? Was tun? Er kommt raus. Er kommt raus. Ihn spielen wir rein. Und dann schauen wir, was nächste Runde kommt. Oder hätte ich ihn jetzt schon spielen sollen? Ja, das sind 3 Schaden. Hier haben wir jetzt nochmal 4 Schaden liegen. Okay. Messerschunkel ist hier jetzt natürlich blöd. Ja, gut, er hat Glück gehabt. Und heilt sich ein bisschen. Gut, wir können beide wieder entfernen. Macht uns ja nichts. Der bringt uns im Moment gerade gar nichts. Deswegen nehmen wir zum einen seine Karte weg. Na, bekommen eine kleine Ingenieurin. Das ist schön. Allerdings nehmen wir ihn weg. Zack. Und schauen mal, was er macht. Wenn er ihn nicht wegnimmt, können wir ihn verdoppeln. Und dann hätte er in der nächsten Runde ein richtig schönes Problem. Ja, er heilt sich hoch. Ich muss das Ganze nochmal machen. Gut. Macht uns nichts. Das Dingo! Wir hätten viel zu das spielen sollen. Ah, und bekommen auch noch ein Totem. Das lassen wir drauf. Und schauen mal, was jetzt kommt. So. Er spielt Schlamm. Ich frage mich, ob... So, hier haben wir einen 5 Schaden liegen, den kriegen wir weg, den hier kriegen wir, ach, unsere Waffe wurde ja zerstört, wir holen uns das mal hin, rüber, ihn können wir buffen, ihn können wir wegnehmen, dann würde ich sagen, machen wir ein Ingenieursspielchen. Oh, wenn ihr meint. Erstmal kommt weg. Ach, ich hätte beide auch mit einem wegnehmen können. Tja, schade. Dann kostet es uns das halt entsprechend. Oh, und hier ist sogar ein Heiler noch drin. Damit kriege ich ihn allerdings nicht auf die kompletten Trank hoch. Deswegen spielen wir den Rückhalt. Die 2 Schaden kommen hier. Die 2 Schaden kommen hier. Das war's. Und wenn kein... Wenn er nichts zum Abräumen hat. Okay. Er spielt nur noch einen Antigolem. Er hat noch einen Yeti. Gut. Den Yeti nehmen wir jetzt mal entsprechend weg. Zack. Oh! Er hat keine Lust mehr.
Tja, da war wohl offenbar kein Übernehmen mehr drauf auf der Hand, weshalb er entsprechend aufgibt. Das waren eigentlich schon noch Chancen für ihn. Er hat sich nochmal schön hochgeheilt gehabt, aber hatte jetzt irgendwie keine Lust auf ein langes Spiel. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Runde. Wenn ihr Kommentare zu dem Deck habt oder Empfehlungen, was wir dran verbessern können, dann schreibt mir diese bitte in die Kommentare und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Ich wünsche euch noch alles Gute. Ciao!